Selbst aus dem All ist es zu sehen. Wir Menschen gestalten den Planeten in einem einzigartigen Ausmaß. Wissenschaftler sprechen bereits von einem neuen Zeitalter, dem Anthropozän, dem Zeitalter der Menschen. Auf der Suche nach Rohstoffen versetzen wir Berge. Fast 75% der Erdoberfläche sind heute vom Menschen beeinflusst. Aus den Spuren werden die Archäologen der Zukunft irgendwann die Menschenzeit rekonstruieren können. Begonnen hat all das bereits vor Jahrtausenden. Doch seit dem Beginn der Industrialisierung wird das Tempo immer rasanter. Beispiel: Plastiktüten. 6 Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen jedes Jahr ins Meer. Sie sinken zu Boden, werden zersetzt und von Plankton und Fischen gefressen. In manchen Regionen besteht der Sand schon zu 40% aus Plastik. Die Weltbevölkerung wächst und wächst. Bald wollen 10 Milliarden Menschen satt werden. Ackerland und Weideflächen breiten sich immer weiter aus. Wo einst tropischer Regenwald war, drängen sich heute Rinderherden. Die Artenvielfalt schwindet, an Land genauso wie im Wasser. Auch daran wird sich einst das Zeitalter des Menschen festmachen lassen. Doch wie bedrohlich ist das Ausmaß? Auch in der Vergangenheit sind Arten ausgestorben. 5 große Massensterben gab es in der Geschichte des Lebens. Heute steuern wir auf eine 6. große Aussterbekatastrophe zu. Die rote Liste der bedrohten Arten wird immer länger. Doch es gibt auch ein paar gute Nachrichten. Eisbär, Tiger, Orang-Utan und Co. haben noch eine Chance. Sofern wir Lebensräume für sie erhalten. Zu spät ist es erst, wenn eine Art komplett verschwunden ist. Und vielleicht nicht mal dann. George Church an der Harvard Medical School in Boston hofft, sogar ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erwecken zu können. Er träumt von einer Art Jurassic Park für verschwundene Tierarten. Das Mammut steht bei ihm ganz oben auf der Liste. Church arbeitet daran, es zurückzuholen. Während der letzten Kaltzeit breiteten sich Wollhaarmammuts über weite Teile der Erde aus. Die letzten Vertreter verschwanden erst vor etwa 4000 Jahren. Wir Menschen haben dazu beigetragen, dass die Mammuts ausgestorben sind. Und jetzt ist ihr enger Verwandter, der asiatische Elefant, bedroht. Wenn wir diese alte DNA zurückbringen, könnte das den Elefanten nutzen. Und uns würde es helfen, Ökosysteme wie die Tundra in Sibirien, Alaska und Kanada zu erhalten. Durch den Klimawandel tauen die Permafrostböden im hohen Norden auf. Church hofft, seine Mammutkreationen könnten die unwirtliche Tundra in ergiebiges Weideland verwandeln. So, wie es vor Jahrtausenden einmal war. Die großen Weidegänger waren ein wichtiger Faktor im ökologischen Gefüge. Sie verteilten Samen und Nährstoffe über große Regionen. Andere profitierten davon und die Artenvielfalt stieg. Heute gibt die auftauende Tundra regelmäßig Kadaver der einstigen Bewohner frei. Aber so einfach ist es nicht, an Mammuterbgut zu gelangen. Warum ist es so schwer, DNA aus diesem Frischfleisch zu gewinnen? Still fresh meat. Es ist zwar quasi frisches Fleisch, dennoch ist die DNA durch die Strahlung der Jahrtausende zerstört. Sie zerfällt in Millionen von winzigen Bruchstücken. Aber man kann sie im Computer wieder zusammensetzen und eine neue Kopie erstellen. Schritt für Schritt möchte Church die Mammutgene in das Genom eines Elefanten einsetzen. Der Dickhäuter bekäme wärmendes Wollhaar. Die Ohren würden kleiner, die Stoßzähne länger. Unter der Haut entstünde eine dicke Fettschicht. Das Ergebnis wäre ein kälteliebender Elefant, der einem Mammut ähnlich sieht. Das dauert mindestens 2 Jahre, denn so lange dauert eine Elefantenschwangerschaft, 22 Monate. Dann brauchen wir noch circa 5 Jahre, um die Herstellung von Embryonen zu verbessern. Das heißt, in 10 Jahren
Vielleicht 10 Jahre. Wenn ein russischer Milliardär? Ja, und es hängt vom Geld ab. Wenn die Menschen Feuer fangen, wie beim Bison, dann könnten wir in 10 Jahren zehntausende kälteadaptierte Elefanten haben. Die ethische Dimension dieser Ideen wird sehr kontrovers diskutiert. Ohnehin kann auch Gentechnik den meisten ausgestorbenen Arten nicht helfen. Selbst wenn man sie wieder zum Leben erwecken könnte, der Lebensraum, den sie bräuchten, ist inzwischen zerstört. Sie wären niemals mehr als Zootiere. Natürlich ist es eine faszinierende Idee, die Mammuts wiederzubeleben. Ob das allerdings Sinn macht, das ist eine ganz andere Frage. Aber so oder so, die Geschichte des Lebens, die geht weiter. Mit oder ohne uns.